Hallo Freunde, herzlich willkommen zu diesem Video. Heute bin ich hier mit dem Lars. Servus. Hi, grüß dich. Hi. Vielen Dank für die Einladung, Fabian. Ja, gerne. Und jetzt besprechen wir, wie man mit einem Gerüst bei einer Baustelle Umsatz machen kann. Also du hast eine Firma gegründet, Plakatquadrat heißt die. Genau, kleiner Zungenbrecher. Ja. Und ihr macht quasi Plakate an Gerüste, vermietet die und dann fließt natürlich auch ein bisschen Geld. Wie ist denn das Konzept so in zwei Sätzen erklärt? Also das Konzept ist eigentlich relativ simpel. Ja. Unser Kernprodukt ist, wir haben eine Plattform für Plakatwerbung an Baugerüsten. Mhm. Das heißt, Bauherren jeder Art, Eigentümer, sei es gewerblich, privat, öffentliche, haben die Möglichkeit, über unsere Plattform und seine Fläche zur Verfügung zu stellen. Mhm. Wir prüfen diese Fläche auf Vermarktungsfähigkeit, das heißt, wie viele Leute fahren dran vorbei, wie gut ist das Gebäude einsehbar, weil davon hängt es natürlich ab, wie interessant ist es für die Werbebranche. Mhm. Weil Gerüstwerbung ist nichts anderes als ein Produkt der Außenwerbung. Und nach der Prüfung vermarkten wir das Ganze an potenzielle Werbekunden. Und bei Erfolg bekommt der Bauherr damit jeden Monat Geld, wo das Plakat an seinem Gerüst hängt. Okay, nicht schlecht. Und was sind jetzt so die wichtigsten Faktoren, dass so ein Gerüst quasi mit Werbung plakatiert werden kann? Also die wichtigsten Faktoren sind eigentlich jetzt mal gesagt, A, die Frequenz, das heißt die Lage. Kann man das selbst prüfen oder müsst ihr das tun? Also wir prüfen das, das ist auch von unserer Seite her kostenlos. Das heißt, viele können das ja auch schwierig einschätzen, wie viele Autos fahren jetzt dran vorbei, wie viele Fußgänger, wie viele Fahrradfahrer oder auch wie viele öffentliche Verkehrsmittel, weil das sind ja im Endeffekt auch alles potenzielle Plakatseher. Das heißt, wir übernehmen gerne die Möglichkeit, das zu bewerten. Aber ich sage mal ganz offen, man kann es relativ schnell einschätzen, ob jetzt an dem Standort oder an dem Gebäude am Tag vielleicht 5 bis 10 Autos vorbeifahren, weil man einfach merkt, da ist tote Hose. Mhm. Oder ob man an einer gut frequentierten Straße ist und selber merkt, okay, hier ist einiges los, hier sind Fußgänger, hier sind Fahrradfahrer, hier ist vielleicht auch viel Pendlerverkehr morgens und abends. Damit kann man das relativ schnell schon mal selbst einschätzen, dass das natürlich grundsätzlich auf jeden Fall attraktiver ist. Okay. Und welche Art von Werbung wird dann gewählt? Schaut ihr dann auch, okay, was für Leute fahren hier vorbei? Welche Firma ist am Ende der Straße? Was kaufen die so? Und solche Geschichten? Oder also wir schauen viel auch das Thema lokale und regionale Firmen zu unterstützen. Mhm. Gerade natürlich in der Standortnähe. Es können halt auch häufig Baumärkte sein, es können Möbelhäuser sein, es können auch gerade Autohäuser sein, die halt auch viel auf das Thema Außenwerbung setzen. Aber es können halt auch eben zum Beispiel ein Lebensmittelladen um die Ecke sein. Ja? Okay. Aber nichtsdestotrotz haben wir natürlich auch große Kunden, die eben halt auch national schalten wollen. Mhm. Und dementsprechend kann es halt auch mal sein, dass es große Player sind, die eben halt auch in kleineren Ortschaften oder in Städten halt auch Werbung schalten möchten. Okay. Und jetzt mal angenommen, ich habe ein Gerüst in einer guten Lage. Mhm. Wie viel kann man damit verdienen? Das ist immer die beste Frage. Wir können es immer nicht pauschalisieren, weil es am Ende von der Frequenz abhängig ist. Und eben, wie gut ist die Fläche einsehbar. Aber es liegt immer so im Schnitt zwischen 1.000 bis 7.000 Euro. Mhm. Hatte jetzt aber eine Fläche auch in Hamburg, wo wir gerade im Genehmigungsverfahren sind. Da haben wir dem Bauherrn sogar 10.000 Euro pro Monat angeboten. Ja. Man muss fairerweise sagen, ist auch ein geiles Ding. Ja, es ist 1.400 Quadratmeter das Gerüst und auch gut einsehbar. Und da wollen wir halt eine 300 Quadratmeter Fläche anbringen, also von einer Werbekundenfläche. Mhm. Und genau dementsprechend gibt es da ein ganz großes Spektrum von 1.000 bis, manchmal kann man fast sagen, Open End. Ja, wenn ich jetzt hier in Köln am Kölner Dom hängen würde, auch wenn das natürlich nicht möglich wäre, wäre es natürlich eine unfassbare Marketing-Kampagne. Auch der hat mal ein Gerüst, ne? Auch der hat immer Gerüste, ja, der hat immer Gerüste. Aber da hast du einfach Probleme mit der Windlast. Ne? Da oben geht ja eine gewisse, also das heißt immer dahingestellt, aber ein ordentlicher Zug. Und da würde wahrscheinlich dann eher die Domspitze rausreißen, wenn man da noch so ein 200 Quadratmeter Plakat dran hängt. Dann braucht ihr Windlastreduktionsplakate. Genau, deswegen nutzen wir ja klassisch Mesh, auch wenn sie nicht zu 100% transparent sind, aber sie mindern so ein Stück weit die Windlast. Jetzt habe ich von einer Story gehört, jetzt frage ich dich mal, ob das stimmt oder möglich ist. Anscheinend hat ein Bauträger in München am Stachus für eine Apple-Werbung an einem Gerüst mal 100.000 im Monat bekommen. Ist das realistisch? Das ist realistisch,
Der Bauherr selber hat es bekommen? Ich glaube ja. Oder das ganze Projekt hat 100.000 gekostet? Nee, der Bauherr hat es weitergereicht bekommen. Die Agentur hat noch mehr bekommen. Wie viel die bekommen hat, weiß ich nicht. Okay. Das kann realistisch sein, je nach Standort und Stachus natürlich auch München. Stachus München und je nach Kunden. Ne? Also wenn man natürlich Apple. An Apple denkt oder auch Samsung, das sind halt die Unternehmen, die extrem viel Geld haben. Mhm. Es muss aber auch vieles zusammenkommen, denn solche Beträge sind halt eben keine klassischen Werbeausnahmen, sondern man sagt es gerne in der Werbebranche, es ist so ein bisschen the cherry on the cake, weil einfach noch vom gesamten Budget Geld über ist. Ich habe jetzt noch 100 Riesen und da habe ich halt einfach Bock, noch mal richtig ein geiles Ding zu machen und hau dann einfach 100.000 Euro raus, nur für ein Plakat, aber natürlich auch an einem Hotspot. Ja, da fahren Millionen von Menschen pro Monat vorbei. Ja. Ne, also das ist halt dann eben, wo man sagt, als würde ich jetzt am Potsdamer Platz in Berlin oder sowas hängen oder vielleicht auch auf dem Dom, am Domplatz hier in Köln. Mhm. Dementsprechend sind das natürlich unfassbar unique Stellen. Was für ein TKP habt ihr dann? Der TKP ist in der Außenwerbung sehr variabel. Also der bewegt sich zwischen 20 und geht auch gerne mal bis 200 Euro hoch, je nach Fläche. Hängt halt eben wirklich von der Größe und von der Frequenz ab. Okay, auf jeden Fall ein sehr interessantes Geschäftsmodell und wenn ich mal eine Baustelle habe, in einer guten Lage, dann hängen wir da auf jeden Fall ein Plakat hin. Ne? Das Entscheidende, was ich immer sage, Leute, ist, man hat ja nichts zu verlieren. Ja. Ne, man muss ja seine Sanierung machen, man hat ja sein Bauvorhaben geplant und man hat ja sein Gerüst. Ja. So. Und wenn wir es halt vermarktet bekommen, ist es halt ein geiler Zusatzverdienst. Und wenn nicht, hat man ja tatsächlich jetzt auch nichts verloren. Also am Ende schenken wir auch eine Option und sind natürlich froh, wenn wir da auch jeden Einzelnen, sowohl den Werbekunden als auch natürlich den Eigentümern des Gebäudes glücklich machen können. Hat da der Bauträger oder der Renovierer, Projektentwickler, wer auch immer das Gerüst stellt, die Möglichkeit mitzusprechen, welcher werbende Treibende zugelassen ist fürs Plakat oder nicht? Absolut. Also wir sagen mal so ein bisschen Mitspracherecht beim Werbemotiv. Das geht, ja. Das geht. Wir sagen aber trotzdem auch im Vorfeld, je mehr Einschränkungen, desto schwieriger wird es. Ja. Ich mache jetzt mal ein ganz banales Beispiel. Ich bin jetzt selber nicht Raucher, aber das Thema Zigarettenindustrie, die haben nicht mehr viele Möglichkeiten, auch Werbung zu machen. Außer Außenwerbung. Ja? Also das heißt, das ganze Thema Online-Marketing, das ist halt einfach nicht mehr möglich, ist verboten. Dementsprechend bleibt denen auch nur noch das Thema der Außenwerbung. Ja. Aber wenn jetzt ein Eigentümer sagt, okay, ich will keine Zigaretten an meinem Gebäude haben oder ich will keinen Alkohol haben oder ich will beispielsweise auch keine sexistische Werbung haben von Frauen in Bikinis, dann respektieren wir das natürlich, nehmen das mit uns in den Pool auf und dann würden wir die Flächen auch solchen Kunden gar nicht erst vorstellen. Okay, ja. Und das ist natürlich auch mit einem extrem großen Aufwand verbunden, so ein Plakat. Also das ist ja vorhin im Vorgespräch schon angedeutet. Das ist nicht mal einfach kurz aus dem Drucker gelassen. Du musst ja auch ein geiles Design haben, das muss hochauflösend sein und so weiter und so fort. Macht ihr das in-house oder muss der Werbetreibende das Ding liefern? Also die meisten Kunden liefern uns das ganze Thema, weil es am Endeffekt oft über Agenturen gesteuert sind, die mehrere hundert Mitarbeiter haben. Das heißt, die sprechen ja auch das Werbemotiv mit ihren Kunden eben ab und erstellen uns dann eben das Wunschdesign. Mhm. Aber wir bieten auch die Möglichkeit in-house, auch Kunden bei der Werbeflächengestaltung zu sagen, okay, wie kann ich meine Firma jetzt ganz geil präsentieren? Das ist natürlich auch nochmal ein guter Benefit, auch gerade vielleicht eher für KMUs, also auch Mittelständler, die vielleicht eben keine große Marketingagentur jetzt dahinter stehen haben und zu sagen, hey, könnt ihr uns nicht direkt dabei supporten? Okay, cool. Und jetzt stelle ich noch eine Frage, die hast du dir bestimmt auch schon gestellt und zwar, kann man einfach ein Gerüst hinstellen und die Fläche vermieten? Ja, das wäre schön. Das funktioniert leider nicht. Denn heutzutage ist es so, dass das Thema Gerüstwerbung ist ja ein genehmigungsfähiges Produkt. Okay. Man sagt, dass... Obwohl es Gerüst steht, aber es ist quasi eine bauliche Maßnahme, weil das Plakat wird ja am Gerüst mit verankert und befestigt. Dementsprechend muss hinter dem Thema Gerüstwerbung immer eine bauliche Maßnahme stehen. Okay. Das heißt, auch Behörden... Ich sage jetzt mal, bei großen Bauvorhaben ist das klassisch, wollen die auch einen Bauzeitenplan haben. Ne? Das ist jetzt beim Neubau, ist ja sowieso klar, dass da eine Baumaßnahme hintersteht, aber bei Fassadensanierungen, ich glaube, es kommt immer, ob man jetzt 8 Wochen oder 12 Wochen macht, das ist alles noch ganz entspannt im Rahmen, aber wenn einer anfängt, da 6 Monate, 12 Monate eine Fassadensanierung zu machen, obwohl er einfach nur ein bisschen pinseln muss, das wird dann einfach kritisch. Ja. Okay.
Genau. Also ja, klar, habe ich auch mit geliebäugelt, aber funktioniert nicht so, wie man sich das am Anfang vorstellt. Und einfach an die Fassade dranhängen ist auch genehmigungspflichtig. Genau. Auch grundsätzlich ist Werbung eigentlich im öffentlichen Raum in vielerlei Hinsicht ein genehmigungspflichtiges Produkt. Okay, dann alles klar. Vielen Dank für die Einblicke. Ja, vielen Dank. Gibt es noch irgendwas, das du zu deinem Geschäftsmodell anhängen möchtest, dass die Community weiß, okay, das und das ist vielleicht noch relevant für eine erfolgreiche Platzierung? Also für uns ist relevant, wir gehen diese Woche mit unserer Plattform online. Das heißt, wir haben einen Background quasi erstellt, wo jeder Bauherr die Möglichkeit hat, seine Fläche einfach individuell hochzuladen. Man wird da verlinken wir hier unter diesem Video. Intuitiv wird man da so ein bisschen durchgeführt. Ich möchte jetzt nicht Werbung für Airbnb machen, aber Airbnb ist auch relativ simpel in dem Hosten der Wohnungen. Und wir fragen in der Plattform wirklich alle relevanten Informationen ab, die wir halt eben brauchen, um die Fläche zu vermarkten. Ja. Und der Bauherr hat halt immer das Geile, die Übersicht. Er weiß, okay, welche Flächen hat er hochgeladen, wo ist die Fläche, in welchem Status des Prozesses befinden war. Dadurch funktioniert es einfach, entstehen keine Missverständnisse und man bleibt immer up to date. Es passiert auch nicht so einfach, die Auslastung zu planen immer, ne? Absolut, definitiv. Ja. Und noch eine persönliche Frage kurz, du hast ja auch ein bisschen Angestellten-Vorgeschichte. Wie kam es dann bei dir dazu, dass du den Absprung gemacht hast, dein eigenes Ding zu machen? Also ich habe selber 5 Jahre lang in einem großen Konzern gearbeitet. Ich war Bezirksleiter bei der Firma Lidl, ja, ne, in der Karls-Ulm. Bei uns ums Eck. Direkt ums Eck, richtig. Ja. War dann aber halt eben wollte da nochmal den klassischen Vertrieb kennenlernen, war dort dann in der Baubranche in Frankfurt unterwegs und habe dort Fach- und Führungskräfte vermittelt. Mhm. War aber schon immer der Typ, und das habe ich eigentlich auch an Lidl gemocht, immer so ein bisschen auch eigenverantwortlich tätig zu sein, so ein bisschen Unternehmer zu sein. Ja. Und meine Idee resultierte halt aus meinem letzten Job, wo ich halt super viel auf den Baustellen in Deutschland unterwegs gewesen bin. Und ich war einfach extrem davon fasziniert, wie groß Baustellen sind, welche Aufmerksamkeit die auf sich ziehen. Und doch auch überrascht, dass da nichts dran ist. Also ich rede jetzt nicht darüber, dass der Gerüstbauer sein 4-Quadratmeter-Plakat dran hängt. Muss das auch genehmigen? Das muss er nicht genehmigen, weil er einfach Beteiligter an dem Bauprojekt ist. Genau. Aber wenn du mal durch Frankfurt fährst und natürlich die 200-Meter-Gebäude siehst, ja, und dann fährst du da automatisch hin und guckst, Baustellen haben einfach eine Faszination in mir ausgelöst. Ja. Und gesagt, das Potenzial, das ist ja wirklich komplett ungenutzt. Und auch an jedem mal da draußen, wenn man einfach mal ein bisschen mit offenen Augen durch die Straßen fährt und teilweise auch auf Gerüste dann nochmal mehr achtet, fällt einem erstmal auf, hey, da hängt eine Werbung dran. Ja, im besten Fall von uns, aber oder man merkt, okay, krass, der Lars hat recht, da hängt super wenig Werbung dran, also zumindest mal, wir reden ja über Fremdwerbung, ja, weil nun damit verdient man ja auch Geld, weil am Ende muss ja auch einer die Werbung bezahlen. Mhm. Genau. Okay, super, dann alles klar. Vielen Dank, Lars, für die wertvollen Einblicke. Ich wünsche dir ganz viel Erfolg mit deinem Vorhaben und Dankeschön. Drück dir den Daumen. Perfekt, vielen Dank. Und noch einen wunderschönen Tag. Ciao. Ciao.